Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu meiner Vorstellung des meines Mitbauprojektes bei Deutschmens Welt. Der ein oder andere wird schon dieses Bild kennen. Wir befinden uns hier in der Originalwelt. Da ich leider eine Kopie erstellen musste, denn ich war während des Bauens, ich habe hier den Dom, innerhalb des Doms, was ihr baut, hier habt, nämlich eine Treppe. Wir können uns gleich mal angucken. Und zwar diese Treppe hier, die geht nämlich direkt nach unten durch. Hops. Die habe ich nicht gebaut, hier habt, bis runter. Und dazu noch in der nächsten Etage, nämlich eine Minecraft-Strecke, nämlich die hier. Man kann da hier so ein Stück weit fahren. Leider, wo ich dann hier rauskomme, am Ende. Und da rennen wir jetzt nämlich mal kurz mal hin von der Minecraft-Strecke. Ja, sieht. Kommt Minecraft auch wieder nicht hinterher mit den Rändern. Hier rauskommen, entdeckte ich dieses Loch da. Und zwar ein Schankfehler. Hat mich erstmal leider nichts gedacht hier ab. Bin ich ja reingeguckt und man konnte das Ende der Welt sehen. Jetzt natürlich nicht. Glücklicherweise. Anfangszeit konnte ich leider das Schankloch ja nicht reparieren, auch nicht mit MC Edit. Das konnte ich erst dann wesentlich später machen und konnte also ja dadurch nicht mehr weiterbauen. Deswegen habe ich jetzt hier eine Testwelt daraus gemacht und mir ist eine Idee gekommen wegen dem Download. Und zwar biete ich den Download ja, das wird noch etwas dauern, also öfters mal reinschauen ins Video, in die Beschreibung. Als Schematik ein das Ganze. Also nicht so natürlich, sondern komplett. Und da geht man nämlich auch jetzt gleich mal in die Welt rein. Hier sieht man auch, warum das jetzt ein Testwelt ist. Hier habe ich in der Mitte etwas ausprobiert. Wie das aussieht, ja zum Beispiel mit Diamantblöcken und eben dem Leuchtfeuer oben drauf. Wenn noch keiner gesehen hat, oder die wenigsten noch gesehen haben. Man kann ja rechtsklick draufklicken und man kann ja seine zum Beispiel Geschwindigkeit, Eile, Resistenz, Sprungkraft oder Stärke erhöhen. Oder Regeneration ist typisch. Bezahlen muss man entweder einen Diamanten, Gold, Silber oder eben ein Smaragd. So. Und das gibt in verschiedenen Versionen. Die ersten ja Geschwindigkeit und Eile wäre Stufe 1, danach kommt Stufe 2 und Stufe 3. Ich habe hier komplett Stufe 3. Das ist nämlich die größte Pyramide, die man bauen kann. Die ist 9x9 im Feld. In dem unteren Feld ist 9x9 und so weiter aufgebaut. Und die kleinste ist 3x3 und da wäre nur Stufe 1 offen. Nur das so ganz nebenbei. Huch. Hier möchte ich jetzt nicht reinfallen. Später habe ich es, wie gesagt, das hier noch doch noch machen können oder ja, reparieren können, diesen Schrank. Aber ich habe den jetzt hier ein bisschen mit MC Edit neu ausgekommen, dass man das noch etwas sehen kann. So, in der Mischzwischenzeit wird es wieder dunkel. Deswegen fliege ich jetzt wieder an den Ausgangspunkt. Und ich werde mal die nächste Welt nochmal laden. Ups, hoffentlich macht das auch Fraps mit. Da sieht man dann mal, was daraus gewonnen ist. So, Hauptmenü, Einzelspieler, Welt 2. Ausgewählt spielt. So, und da sind wir auch schon. Ne? Ihr seht ja hier nochmal Leuchtfeuer in der Hand und den Diamantblock. Weil ich es eigentlich auch vorhatte, hier zu machen, aber das habe ich dann nicht gemacht. Ach, Minecraft, warum bist du so langsam? Halt mal nur einen schnellen Computer und es hilft nichts. Entschuldigt, ich muss ja nochmal in die Grafikeinstellung ausschalten. Vielleicht geht es dann mal ein bisschen schneller. Jo, vielleicht geht es jetzt so. So.
So, bevor, ja. Wir gehen fliegen jetzt hier nicht rein, sondern wir gehen jetzt zu Fuß hier die Treppe runter und traditionell durch das Haupteingangstor. Ich habe absichtlich hier den Weg noch nicht gebaut, den können ja dort mein Nachbarn, wenn er möchte. Er kann sich selbst entscheiden, wo er den anschließen möchte. Ich habe nur jetzt in der Vorbereitung hier getroffen, damit man das ein bisschen sehen kann. So, diejenigen, die von euch das schon gesehen haben, kennt natürlich das bereits das Tor. Hier auf der Seite kann man es öffnen, hier auf die Seite kann man es schließen. Zack. Wupp. So, jetzt ist das Tor offen. Leider ist mir ein kleiner Fehler passiert. Ich schließe noch mal das Tor. Und zwar sieht man das hier jetzt schöner. Oben in der Schaltung dürfen keine Stickibissen sein, sondern es müssen einfach Bissen sein. Und natürlich dann die Stickibissen. Das ist einfach den einfachen Grund, dass man eben dann nicht oben nichts mehr sieht, sondern es dann richtig abgeschlossen ist. So, wir gehen jetzt hier rein. Wie man sieht, kommt man hier rein und es ist schon ein bisschen mehr gebaut worden als die letzten Videos. Das war auch der Grund dafür. Die Mauer ist jetzt ringsrum komplett. Es fehlen nur noch jetzt einzelne Details, wie zum Beispiel, weil hier in den Dings ist ja noch alles leer hier. Man könnte ja zwar schön durchgucken, ja, aber was nützt das, wenn hier keine Wohnung und nichts weiter ist? Man kann sich auch hier selbst nicht verpflegen. Ja, das fehlt noch alles. Man sieht ja die Statuen schon ja, direkt am Eingang. Hier ist ein kleines Easter Egg ein bisschen. Weil hier sieht man zum Beispiel Motoko von Motokos Wort. Gegenüber natürlich Sato auch von Motokos Wort. Dann die nächsten beiden sind gewidmet dem Basti Gex von Let's Rock Minecraft und natürlich Riekoren von Let's Rock Minecraft. Und zum Schluss natürlich Gelturio und den Weltbesitzer Dutchman 64. Deswegen kleines Easter Egg, nämlich diese Jungs und Mädels hier, die ja verewigt sind, auf den Schildern hier, haben natürlich haben die Welt in einem Rundgang besucht. Ja, nämlich die Welt besucht noch und jetzt sind deswegen hier verewigt worden. Das ist vielleicht ein kleines Easter Egg, was man mal sehen kann. So. Ich habe noch vor, dann diese auch noch hier drüben reinzusetzen, auf die Seite und natürlich auf die Seite. Ich bin jetzt ja im Flugmodus erstmal, weil man jetzt ja die Mauer abfliegen. Ja, ist so, dass die Wüste nicht ganz komplett ausgereicht hat. Leider. Aber das macht nichts. Hier ist nämlich, fängt nämlich ein neues Biom an, dass man nämlich auf dieser Seite ja schön sehen kann. Das ist nämlich keine Wüste mehr, sondern eine flache Landschaft, beziehungsweise ein Waldstück hier. Und mit einem Fluss da drin. Man kann den Fluss auch komplett befahren, das zeige ich auch gleich. So, und deswegen habe ich dann ja von Sandstein zu Cobblestone gewechselt und ja weitergebaut. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch das so gefällt. Wenn nicht, dann wird es ja auch geändert. Hier sieht man dann auch die Teile des Flusses. Man kann nämlich auch, auch mit dem Boot hier reinfahren. Hier ist der Brunnen erstmal, der natürlich generiert ist. Den habe ich ja mit integriert noch. Da habe ich das Sand ein bisschen angehoben. Aus dem einfachen Grund, man soll nicht. Wenn man hier im Boot aussteigt, man soll einfach hier nicht hochkommt. Deswegen habe ich hier Wand eins hochgesetzt. Das Ziel ist nämlich, dass man hier direkt, wenn man mit dem Boot hier zu dem Bootanleger, das wird nämlich hier noch entstehen, bisschen den Bootanleger nämlich hier rein. Und hier wird nämlich noch auch noch hier unten drunter wird ein bisschen was bestehen noch. Man kommt natürlich auch hier raus.
auf die Flächen oben. Wie man das macht, das müsst ihr selber herausfinden. Wenn ihr das die Welt ja oder den Tempel ja runterlädt. Ich könnte aber gleich schon vorher sagen, ja, gibt es auch ein kleines verstecktes Gimmick hier drin, also ein kleines Geheimnis. So ist es nicht, natürlich nicht, wo das sich befindet. Das könnt ihr selber rausfinden. So, wir waren ja noch, so, ja geht der Weg wieder drüber, über den Fluss. Und hier kommt man nämlich rein mit dem Boot. Hier ist eine größere Fläche mit einem liegenden Sumpf. Hier sieht man auch nochmal in der Dunkelheit. Jetzt ist es toll, dass es ja jetzt dunkel wird. Sieht man auch hier nochmal die Beleuchtung hier. Da es nur noch nicht komplett fertig ist, gibt es auch noch dunkle Bereiche. Natürlich fängt es auch gleich wieder an zu regnen. Ich hoffe, das macht ja den Dings nicht aus. Aber am besten, ich schalte mal den Regen aus. So. Ja, müsste gleich aufhören. So. Ja, jetzt hat er aufgehört, der Regen. Sonst ist es nämlich auch irgendwie zu laut. So, das Problem ist nämlich auch, ich habe ja euch eben das Schankfehler gezeigt. Wo der Schankfehler war, da ist nämlich hier, war ist ja hier gewesen. Und es regnet da, wenn es regnet, nämlich genauso, weil da blöderweise der Schrank so generiert wurde. Also es ist nicht Wüste, sondern normales Biom. So, man kann, wie man eben schon gesehen hat, woher ich jetzt von den Regen gestört wurde. Oh, ein paar Gäste. Haben wir auch schon noch. Kann man hier, es ist nämlich der Flusslauf, der originale Flusslauf, mit dem Boot nämlich langfahren. Wir haben ein bisschen Beleuchtung gesorgt, hier für durch die Glowstones, die ja verbaut sind. Kann man hier langfahren, kann man direkt den gesamten Fluss langfahren und kommt man hier hinten wieder raus. Und kann dem Fluss weiter folgen. Man sollte eigentlich mit dem Boot ja eigentlich zu Quemig ja durchpassen, allerdings nur normale Boote. Wenn man aber mit dem Boot aneckt zum Beispiel und das Boot zerstört, kann man natürlich auch zu Fuß ja raus und zwar auf dieser, deswegen sind ja die beiden Türen drin und schon kann man hier raus. So, jetzt ist man zwar hinten hinter irgendeinem Bereich drin, aber man kann ja zu Fuß dann nicht mehr vorlaufen und dann von draußen rein oder auch sonst was. So, ja, eigentlich war ich jetzt verkehrt. Ich fliege mal wieder ja, über das ganze Geschoss drüber, über die Mauer. So, ja, jetzt zeige ich euch noch die Treppe. Dazu fliege ich ja ein Stück weiter vor. Natürlich habe ich dann, ja, so. So, Landung. So, ja, sieht man nämlich die Treppe nochmal nach oben. Jetzt muss ich nämlich eine Etage höher. Das ist übrigens erstmal im Moment da noch der einzige Turm, wo man den betreten kann. Also sogar ganz oben, weil es hochgehen kann. Aber es gibt ja auch noch den zweiten Turm hier. Na, wenn man jetzt mal hängen bleibt an der Wand, wird er verlangsamt. So, hier habe ich nämlich auch eine Treppe eingebaut. Schon eingebaut, sagen wir mal so, aber hier kommt man nur von dieser einen Ebene drauf und man kann ja auch schön das hier nochmal in den Innenhof schauen. Wir wollen aber jetzt nicht hier reinschauen, deswegen springe ich jetzt hier runter. Wie ihr eben gesehen habt, die Minecraft-Strecke ist noch nicht ganz fertig. Habe ich nur einmal meinen Test hier so gemacht. Gehen wir jetzt hier in den Tempel rein. Von hier, von den Tempel aus, kommt man auch nach unten. Beziehungsweise von dem Feld kommt man auch hier irgendwo, kann man nach hier unten unter den Tempel. So ist es natürlich nicht. Wie man das macht, das könnt ihr euch überraschen lassen und selbst herausfinden. Ich habe die einzelnen Felder hier, die man ja noch im Vorblick noch gesehen hatte, hier nämlich mit Gras bedeckt und habe die verschiedenartig, oder beziehungsweise bin dabei, noch verschiedenartig die anzulegen. Hier ist noch nichts zu sehen. Zwei Eingänge gibt es jeweils auf diese Grasflächen. Einmal von da und einmal von da.
So, und hier gibt es nur einen kleinen Pavillon momentan. Da muss ich noch ein bisschen ausbauen. Aber ob dieser Pavillon bleibt, das weiß ich auch noch nicht. Muss ich mal sehen. Was sie welcher funktioniert, das könnt ihr euch selber rausfinden. Und die zweite, da laufe ich mal ein bisschen schräg drüber hier. Hier habe ich noch die Zäune noch nicht gebaut gehabt. Ist dieser kleine Bereich hier mit einem Springbrunnen hier. Der ist schon so ungefähr fertig hier. Hier gibt es einen kleinen Springbrunnen hier in der Mitte. Ja. So, sieht glaube ich ein bisschen besser aus. Da kann man hier den Platz nehmen, hier sich gemütlicher machen hier. Das Ganze hat natürlich noch einen zweiten Geschoss. Da kommt man über die Leitern hier hoch. Treppen konnte ich leider nicht einbauen. Die ist da, das ist nicht so richtig reingepasst hat. Hier, von hier oben kann man natürlich ja schön nochmal reinschauen hier. Dem Springbrunnen. Und drüben auf der anderen Seite, so glaube ich, waren schräg gegenüber, genau da drüben, ist der Pavillon. Ja, es fehlen auch noch ja die Zäune komplett. Wird dann im entsprechenden genauso aussehen wie hier. So, hier sieht man den Pavillon noch von oben. Und dann kommt man hier auf eine kleine Galerie, wo man nach draußen oder nach unten schauen kann. Dann in die Mitte des Ganzen. Und nach oben ein Glaskuppel, wenn es Tag ist. Kann man dann auch die schönen Verzierungen sehen, die jetzt hier durch die MC-Badger. Und die Connect-Texturen. Und ich finde ja, das Glas einmal dementsprechend auch sehr ziemlich gut. Das kann man hier auch draußen ja nochmal sehen, hier mit den feinen Verzierungen da drinnen. Leichte Beleuchtung ist hier noch mit eingebaut schon bereits. Ich weiß nicht, ob die Beleuchtung jetzt explizit reicht. Oder ob noch was Tiere noch, ja, Monster spawnen, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ja. Weil ja in der Mitte noch ziemlich dunkle Flächen sind. Jo, ich schalte mal auf Dark über. Dann kann man ja die Glaskuppe nämlich noch mal ein bisschen besser sehen. Genau. Die vergrößerte Verzierung ja noch mal. Kann man da ein bisschen besser sehen. Natürlich sieht es in anderen Texture Packs etwas anders da aus. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz so wild. Ja, hüpfen wir jetzt mal runter, ja. Ach ja, so und so. Ja, ich möchte ja in die Mitte noch. So. Jetzt sind wir hier in der Mitte. Und zwar sollte es ein kleiner Altar darstellen, wo man ein bisschen beten kann oder sonst was. Und das Ganze sollte, als ich eigentlich versucht habe, ein bisschen zu erinnern an einen Film, und zwar mit Jackie Chan, und ging darum um den Stab des Affenkönigs. Allerdings war das so gewesen bei dem, aber stand der Affenkönig in der Mitte und dazu fu führten ja tatsächlich Wege, wow. Brücken, wie man so und ein bisschen war jetzt glaube auch außerhalb ein bisschen erhöht gewesen, was ja nicht ist. Leider ist es so, ja, in Minecraft, man kann ja nur die Materialien verwenden, die ja auch erbietet. Und ich wollte nicht, wenn man hier ja so drüber geht und aus Versehen mal daneben tritt und runterfällt, dass man ja zum Beispiel verbrennt oder was weiß ich, wollte gerne Lava verwenden. Also das heißt, nicht gerade runtergehen, hoppla. Das war jetzt ungeil. So. Wollte ich natürlich ja nicht. Offen machen und ja gerade runter und dann Lava unten oder Feuer, so dass man verbrennt. Man sollte ja auch, ja, falls man abstürzt, mal auch wieder rauskommen. Ich hätte ja natürlich ja unten in der Mitte noch ein Feuer machen können. Aber na gut. Hätte ich aber hier anderes Material, keine Holzplanken, das ist glaube ich Fichtenholztreppen, genau, und das Fichtenholz hätte ich ja wie hier oben das Dach. Ja, komm ich hier durch? Ja, das doch, ja. Besteht ja aus den Netherziegeln.
Ach, jetzt komme ich ja nicht. Doch, ja, jetzt. Arsenetta-Ziegen hätte ich die verwenden müssen. Aber klar, das sieht in diesem Texture-Pack nicht so ganz so gut aus wie in den anderen. Ein bisschen Beleuchtung habe ich ja noch drin, ja, in den Gängen selbst. Mit Fackeln und mit Kürbislatern. Deutschland seine geliebten Kürbislatern, die er immer mal verwendet. Ich glaube, ja, haben sie einen guten Platz hier in der Mitte. Einerseits beleuchtet von den Klosterunsgut, die erreichen ja die Helligkeit nicht mit sich runter, aber ja, mit Fackeln nochmal beleuchtet. Jo, und das war eigentlich momentan alles, was hier sein kann. Ich hoffe, euch gefällt dieser Tempel. Jetzt nochmal kurz zum Download. Ich werde das ja so, wie es jetzt ja zu sehen ist, werde ich als Gematik anbieten, zum einen. Ja, jetzt weiß, wie man das richtig, wie man das macht. In die Gematik wird er ja den Tempel ja übertragen muss in die Kopie der Welt. Und ja, aber ich werde hier natürlich ist Gematik und ich werde kopieren in eine andere Welt. Und in dieser ja in der Welt, da wird ja, glaube ich, mal sehen, wo man da startet, direkt entweder noch direkt davor oder direkt ja in den Gebäude drin. Ich fliege jetzt hier, ja, jetzt die Minecraft-Strecke, sieht man schön ja in der Mitte. Habt letztendlich auch mal einen Zweck hier, die Freiraum in der Mitte. Ich laufe jetzt mal hier den Dings hoch. Die Treppe hoch. Die sorgen auch gleich ja. Los, und sorgen gleich ein bisschen für Licht und ein bisschen für Abwechslung. So. Einmal hier hoch. Ja, tschüss. So. So wie diese Treppe ist, so werden auch die Treppen ja von in den anderen Gebäuden. Aber da muss ich erstmal sehen. Die werde ich jetzt demnächst auch noch mit einbauen. Da ich ja jetzt hier noch ein bisschen sowas vorhabe. Ach, da fällt mir noch eins ein. In Torhäusern sind wir ja, habe ich ja schon habe ich ja schon zwei gezeigt. Einmal hier das Tor, wo man direkt reinkommt mit den Gittern. Dann auf der anderen Seite, ich fliege mal hier drumherum. Auf der anderen Seite dann hier für das Boot, dass man mit dem Boot hier rein kann. Und dann bleiben ja zwei hier noch übrig. Einmal dieser und einmal dieser da drüben. Auf die Seite, da ist ja eine Beschränkung drinnen. Oh, habe ich noch eine Fackel hier vergessen. Das ist nicht schön, ja schön. Haben wir ja hier noch eine Beschränkung drinnen. So, ich mache mal hier Fackel hin. So, jetzt nehme ich ja jetzt die Wand zu Ende, weil nämlich dahinter der Fluss liegt. Kommt hier nämlich der Stahl rein und wird ja auch nur eine Schmiede mit entstehen. Mal sehen, was da Rest noch entsteht, das weiß ich nämlich noch nicht. Ansonsten entstehen in den Hohlräumen hier von der Mauer noch ein paar Wohnungen und auf der anderen Seite wird ein Markt entstehen. Ja, also mir zu klein. Huch, was ist denn das? Ach, eine Kuh. Okay. Sieht ein bisschen klein aus, die Kuh. Oder täusche ich mich? Okay. Na gut, ich kann mich auch täuschen. Ja, hier. Alles selber. Ein bisschen schon ausgeleuchtet ist, aber noch nicht komplett. Hier wird ungefähr der Markt entstehen. Ja, Markt, so ein paar Marktstände entstehen und der Rest eben Wohnungen oder sowas, wo ja die Wachen zum Beispiel ihr Lager haben oder sonst was. Genauso gut werde ich hier draußen noch die Gebiete hier, die Viertelgebiete, noch
bauen. Mal sehen, was ich da mache, ob ich da ein Tiergehege baue oder ob ich dann was anderes baue, das weiß ich noch nicht. Genauso gut fehlen ja noch die Felder für Getreide, Kartoffeln und so weiter. Klar, Möhren und Zucker. Die kann man ja schön auch hier drunter bauen. Mal sehen, ob ich das. Und werde mal sehen, wie ich das mache. Das weiß ich noch nicht. So, hundertprozentig weiß ich das noch nicht genau. So viel dazu. Dir in den Tempel, um in den Tempel reinzukommen, sieht man ja schon noch. Das habe ich noch vergessen. Man kommt nur über die Treppen hoch. Hier zwei kommt man nicht hochhüpfen. Das war auch die Idee, die Grundidee davon. Ich glaube, dass soweit habe ich jetzt alles gezeigt und auch alles gesagt. Achso, ja, wegen den Stellungen noch, die hier sind. Sie sollen ja nicht unnütze, die Stellungen sein. Das sind ja die Stellungen für Pferde oder Schweine. Die kann man ja reiten. Dazu habe ich ja vorhin schon angesprochen, am Anfang gibt es ja noch ein kleines Geheimnis hier, eine geheime Kiste. Wo die versteckt ist, das müsst ihr ja selber rausfinden. Ja, besten fliegt man da hoch. Kommt man auch wieder runter, ja. So, kann man schöner, hat man einen besseren Überblick, ja, von hier oben. Auf den Tempel. So, nochmal auf die Kiste drauf zurückzukommen. Da befindet sich nämlich sechs Sporneier für Pferde drinnen. Die dazugehörigen Rüstungen, jeweils zwei Goldrüstungen, zwei Bronzerüstungen und zwei Silberrüstungen gibt es ja. Und dazu die zwei Diamantrüstungen. Dazu noch das legendäre Schwert, was der Dutchman auch nach der letzten Mitbau-Auktion kurz mehrmals verwendet hat in manchen Folgen. Die haben jetzt eigene Namen, wie das Schwert nennt sich jetzt Nightmare. Dazu gibt es noch eine Diamantschafe und noch einen Diamanthake. Also kurz nebenbei, wo sich das Ganze befindet, ich gehe ja nochmal da. Das ist ja das Inventar, ja, die Schafe, das hier das Schwert. Das ist das berühmte Schwert, was ich meinte. Wie gesagt, hat jetzt einen Namen und gibt es jetzt nochmal. Denn die Schwert hat jetzt keine Effizienz oder Glück mehr drauf, sondern nur noch die Haltbarkeit. Dann gibt es hier noch die Diamant-Axt mit paar Sachen dazu. Und wie gesagt. Und die Spitzhacke gibt es auch natürlich mit Haltbarkeit. Ich glaube, da ist noch Glück mehr, also Effizienz noch mit drauf. Hier sind noch Teile davon, Namensschilder sind drin, hier gibt es noch ein paar Leinen. Die konnte ich leider jetzt nicht da mit reinpacken in die Kiste. Weiß gar nicht, ob das hier übernommen wird, das können sie. Ich glaube ja. Dann hat man ja zur Verfügung noch ja den Lehm in verschiedenen Farben. Das wird es noch dazu geben. Ansonsten wünsche ich dann euch viel Spaß. Schön, jetzt wird es wieder dunkel, ja. Dann sieht man das auch noch mal ein bisschen in der Beleuchtung her. Leider gibt die Klosterns da nicht so viel Beleuchtung her in den einzelnen Gebieten. Mal sehen, ob ich da noch Fackeln reinsetzen muss oder nicht. Das Ganze, wie gesagt, jetzt mit dem Ziehbecher und das Classic Photorealistic Pack. Ich habe noch andere installiert, das können wir uns jetzt gleich auch mal anschauen. Optionen, Ressourcenpacks, wie zum Beispiel das Androtal-Pack, was sehr gerne verwendet wird. Ja, jetzt Computer beeilig ein bisschen. Jawohl, da haben wir es schon noch. So sieht das Ganze dann in den Realistic-Pack aus, Androtal-Pack aus. Jedes hat seine eigene Form oder sonst was.
das, ja, Optionen. So würde das im Miser-Back aussehen, wenn es mal laden würde. So, genau. So, jawohl. Zurück zum Spiel. So sieht das Ganze also dementsprechend im Miser-Back aus. Ja, ihr seht, verändert sich ein bisschen immer wieder. Aber sonst sieht es eigentlich ziemlich, würde ich sagen, ziemlich gut aus, auch in jedem Back, finde ich. Ja, seht, habe ich noch zwei weitere Grafikpacks oder Ressourcenpacks. Das nächste Pack wäre das Waldgeist-Pack. Das ist ein bisschen grobschlächtiger, ja. Und wie man sieht, auch ein bisschen wesentlich heller, sehe ich gerade. Da kommt die Glowstones auch mehr zur Geltung und leuchten auch richtig, ja. Aber ob das so viel ausmacht, dann im Gegensatz zu den Monstern, ob dann die Monster mehr spawnen oder weniger, das weiß ich natürlich nicht. Da muss man sich selbst ausprobieren. Huch, da kommt eine Standstufe gerade hoch. Ob das gut, vielleicht ein gutes Zeichen ist. Und natürlich noch für die anderen. Welches ist es? Glaube, das müsste es sein. Die 1.1 müsste das, glaube ich, das Neueste sein. So sieht es dann im Mangelpack aus. Wie ihr seht, ist es verschieden. Sieht es ja fast immer sehr ziemlich gut aus, ziemlich gleich aus. Und so sollte es eigentlich auch sein. So, und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, euch hat die kleine Reise hier oder die Vorstellung gefallen. Und soll ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis ich das ganze Ding ja fertig habe. Und wie gesagt, der Download gibt es einmal als kompletten Schematik ja, damit man selbst in eine eigene Welt einführen kann. Und dann gibt es noch als Bonus eine besondere Welt. Ja, ich glaube, ich brauche schon mehr eine Sternstuppe. Wird es noch eine Bonuswelt geben. Hier sieht man, glaube ich, aber gerade sehe ich ja noch hier die Bäume. Kann man hier von oben sehen. Ein bisschen abgedeckt, ja, der Springbrunnen. Ja, dann das Pavillon. Wie gesagt, das alles, was auf sich hat, das müsst ihr ja selber herausfinden. Ja, sieht man auch hier die Glaskuppe mit den angedeuteten Türmen an der Seite. Ja, sieht man auch, dass hier nur angedeutet sind, nicht durchgezogen sind. Weil es mir nur um die größtenteils um die Glaskuppe ging. Jo, das war und da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoppa. Ah, so. Jetzt komme ich ja nicht mal rein in den Turm. Ja, so. Jawohl, jetzt bin ich drin, aber ja. Okay. Das glaube, das war's erstmal. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nat, euer Nat.